Alles neu macht der Mai, auch im Jahr 2020. Im Momentum zwischen Entschleunigen und Erwartung investiert die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln weiter in die Modernisierung ihres Wohnungsbestandes. Also im Jahr 2020 haben wir uns Investitionen in Höhe von knapp über 1,5 Millionen Euro vorgenommen. Da zählen wir halt Neubauten dazu im Sinne von Müllplätzen, die neu gestaltet werden, wie auch Komplexmodernisierungen. Wir sehen hinter uns die zwei Objekte Blumenstraße 53 und 55. Diese sind dieses Jahr mit einer Komplexmodernisierung eingeordnet, die jetzt Ende des Monats, also Ende Mai, beginnen wird. Eines der größeren Vorhaben in diesem Jahr sind die Arbeiten an der Blumenstraße 53 und 55. Für die beiden Gebäude haben wir insgesamt ein Volumen von 400.000 Euro eingeplant. Darin enthalten sind die Trockenlegung der Gebäude, der Anbau von Balkonen, die Erneuerung des Hauseingangsbereiches, Briefkastenanlagen und so weiter und so fort. Wenige hundert Meter weiter, ebenfalls in der Blumenstraße, ist das Gebäude bereits entkernt. Die Umbauarbeiten laufen auch hier im Wonnemonat Mai an. Wir befinden uns hier im alten Verwaltungsgebäude der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in der Blumenstraße 71 in Döbeln Ost 1. Dieses Gebäude werden wir jetzt beginnend ab der zweiten Maiwoche in 6 schöne Wohnungen umbauen. Dabei werden wir im Erdgeschoss 2 barrierearme Wohnungen errichten, die auch per Rollstuhl über einen Treppenlift erreichbar sind. Im ersten Obergeschoss wird es eine Etagenwohnung geben, die über das ganze Geschoss geht, darüber liegend eine Maisonettwohnung und eine Dreiraumwohnung im zweiten Obergeschoss und eine ganz kleine, gemütliche Einraumwohnung mit einem großen Balkon im Dachgeschoss. Beide großen Wohnungen, sowohl die Etagenwohnung als auch die Maisonettwohnung, verfügt dann jeweils über 2 Balkone. Die Grundrisse der Wohnungen bewegen sich zwischen 55 und 145 Quadratmetern. Damit will die Wohnungsgenossenschaft nachgefragte individuelle Wohnungsangebote schaffen. In den Wohnungen selbst und natürlich auch im Außenbereich. Ja, wir arbeiten bei diesem Projekt mit dem Bauplanungsbüro Fischer zusammen. Und in dem Rahmen oder in der Umplanung des vorherigen Projektes wird des Weiteren im Außenbereich ein Raum entstehen oder ein Gebäude entstehen, in dem wir Unterstellmöglichkeiten bieten für Kinderwägen, für Fahrräder und für Scooter und für die kleineren Wohnungen, die in der Wohnung nicht über einen Abstellraum verfügen, werden wir dort noch Platz und Stauraum schaffen. Ein weiteres Projekt realisiert die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt gemeinsam mit Schülern der 11. Klasse des Lessing-Gymnasiums Döbeln. Für 2 Wohnungen sollen die Gymnasiasten Wohnprojekte für junge Leute entwickeln. Eine der Wohnungen ist diese 2,5-Raum-Wohnung in der Berthold-Brecht-Straße 9. Wir haben uns im Großen und Ganzen an die Aufgabenstellung von 2019 orientiert, weil die sehr gut war. Die Jugendlichen hatten dort auch die Aufgabe, aus einer wirklich alten Wohnung eine vorzeigbare, gut vermietbare Wohnung herzurichten. Und ich denke, das haben sie super hingekriegt. Und da haben wir uns gesagt, warum sollen wir das ganze Konzept neu auf den Weg bringen, sondern wir haben genau dasselbe eigentlich wieder versucht umzusetzen wie 2019. Mit dem Projekt 2019 wurden in der Unnaer Straße 65 2 der Schülerprojekte realisiert. Corona-bedingt besichtigten die Schüler die Wohnungen in 4er-Gruppen und verschafften sich einen ersten Überblick. Auf die Ideen und Impulse der jungen Leute freut sich nicht nur die Projektleiterin. Junges Wohnen ist in der Hinsicht für uns sehr, sehr wichtig, weil neue, frische Ideen in das Wohnen reingebracht werden. Junge Leute sind noch nicht so vorbelastet wie Leute, die schon viele Jahre in der Wohnungsgenossenschaft wohnen, leben oder arbeiten. Die kommen mit frischen, dynamischen Ideen und die wollen wir das so natürlich versuchen umzusetzen. Also ja, ob das Farbkonzept ist, ob das ein größerer Grundriss ist oder in verschiedenen gesetzte Wände oder was auch immer, Wanne, Dusche, nach welchen Aspekten gucken junge Leute, und das ist für uns absolut zukunftsorientiert und ganz wichtig. Aber nicht nur die WGF setzt große Erwartungen in dieses Projekt. Auch die Schüler begreifen Einmaligkeit und Spannung, welche in dieser Aufgabe stecken. Was reizt mich an dem Projekt? Ich denke mir, dass es interessant ist und auch gut ist, dass wir als junge Schüler noch am Gymnasium unsere eigenen Ideen in so einem Projekt erstmal planen können und dann im Endeffekt vielleicht auch wirklich doch verwirklichen können. Und das ist schon so ein Anreiz, wenn man seine eigene Wohnung dann gestalten kann
und seine eigenen Ideen natürlich auch mit einbringen kann. Das ist, ich denke mal, eine sehr gute Aktion und ich freue mich, dass wir als GRW-Kurs vom Lessing-Gymnasium Hertha daran teilnehmen dürfen. Ich finde es sehr schön, dass wir die Gelegenheit dazu haben, vor allem weil ich nächstes Jahr umziehen werde. Und somit kann ich mir selbst Gedanken machen, wie will ich mir meine eigene Wohnung vorstellen, wie kann ich sie gestalten, zum Beispiel, was gibt es jetzt Neues, dann zum Beispiel Smart Home, wie stelle ich mir das vor, will ich unter Smart Home leben, faul sein. Und ja, also ich finde, es ist eine sehr schöne Gelegenheit. Spontane Ideen entwickeln die jungen Leute schon bei der ersten Besichtigung. Also ich würde sie erstmal doch etwas offener gestalten. Ich denke, das ist für uns Jugendlichen im Endeffekt doch relativ wichtig. Und ich würde sie natürlich auch irgendwo farbenfroher. Und was heißt farbenfroher? Etwas heller gestalten, doch schon, ja. Ich würde auf jeden Fall Boden, Tapete, alles abreißen, alles modern halten und hell, weil dunkel sehr traurig auf mich wirkt. Und wenn ich halt in die Wohnung reinkomme und es ist sehr dunkel gehalten, könnte man denken, ich bin depressiv. Würde jetzt meine Interpretation sein. Und wenn ich in einer hellen Wohnung mich befinde, könnte das Freude ausstrahlen und positive Energie. Und die Räume sind zwar sehr klein gehalten, aber man kann halt versuchen, es sehr gemütlich zu gestalten. Jetzt vielleicht nicht mit allen Möbeln vollstellen, sondern dass halt vielleicht noch ein bisschen Luft ist. Luft ist auch noch bis zur praktischen Umsetzung. Wenn alles wie geplant läuft, könnten die Wohnprojekte noch in diesem Jahr praktisch umgesetzt werden. Welche der Projekte es letztendlich sind, entscheidet eine Jury.